Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, wir sind inzwischen mit Saladin unterwegs und wir wollten eigentlich die bösen Franken vertreiben, die Kairo ausplündern wollten. Die Franken haben wir soweit vertrieben, und zwar es gibt da noch die Ostfranken, keine Ahnung wo die sind. Die Westfranken sind weg. Aber Kairo hat sich jetzt mit den Franken verbündet, weil sie Angst hatten vor unserer Armee. Ja, jetzt dürfen wir die Drittel auch wieder irgendwie verprügeln und denen erklären, dass es blöd ist, was sie davor haben. Genau, aber ihr macht das richtig. Wir sind inzwischen schon in Kairo drin. Wir haben eine Bresche reingeschlagen in die Mauern. Wir gucken uns mal schnell das Städtchen an. Sieht richtig cool aus hier. Ja, da müssen wir nicht hin. Ist okay, das ist nicht nötig. Was haben wir denn da? Marktplatz können wir eventuell noch nutzen. Schmiede ist uns egal. Städte, ja gut, einfach 20 Milliarden Häuser. Das ist. Sieht noch cool aus. Sie können sich ein bisschen austoben, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt alles zerstören. Du. Guck doch bitte mal nach. Nee. Ich habe gesagt, du solltest. Ja, gut, so einen Hafen solltest du schon wegpöbeln. Weil wir einfach keinen haben und dort Schiffe. Ja, zwar von da aus kommt hier nichts raus, ne? Ist auch wieder was. Ui. So, wie kommen wir jetzt zur Moschee? Ja, das sind wieder mal 20 Milliarden Türme, das ist sehr schön. Wie groß ist. Reichweite 8. Okay, alles klar. Wie groß ist eure Reichweite? 7. Ja, das bringt nicht sonderlich viel. Nee. Da, ihr helft bitte. Was? Sehr schön, danke. Das war smart. Sehr smart sogar. Saladin, die Franken haben uns betrogen. Sie wollen Kairo überfallen. Wir hätten besser unseren Freunden vertraut, den Sarazenen. Bitte sehr. Diese Truppen gehorchen eurem Befehl. Besiegt die verräterischen Franken. Sehr schön. Also diese Truppen auch? Oh, ist ja richtig geil. Okay. Alles klar, so schnell ändert sich alles. Besiegen Sie die Franken östlich von Kairo, indem Sie Ihr Dorfzentrum zerstören. Alles klar. Gutski. Habt ihr aufgehört, Sachen zu zerstören? Das finde ich super. Können wir auch gerne etwas ausbilden? Nee. Aber es ist wirklich nur Truppen. Wir können nichts bauen, wir können nichts ausbilden. Aber kommt mal her. Ihr könnt alle mitkommen. Was ist denn das denn da? Ein lustiges Berittener Bogenschütze. Okay, alles klar. Und ein paar weitere Kamelreiter. Das finde ich auch super. Du, mein Lieber. Wie nennen wir dich? Said! Said, schau mal nach. Wo sind denn die Ostgoten? Und was haben die vor? So. Eieieiei. Okay, gut, sie haben den Turm. Alles klar. Alles kapisch. Alles absolut klar. Alles okay. Komm mal mit. Was? Wieder kommt auch rein. Wieder kommt auch rein. Das finde ich jetzt gar nicht toll, ne? Einfach nur, dass ich es gesagt habe. Wo sind eigentlich unsere. Ah, er zieht jetzt da hoch. Ah, sehr schön. So, Said. Komm mal mit. Wir können diese dämlichen Christen aus Europa vielleicht sogar einzeln hier reinlenken. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht nötig ist. Aber Ägypten, der ändert auch seine Meinung alle zwei Tage. Eieieiei. So, warte mal. Wieso reite ich zurück? blödsinnig. Ach, das ist jetzt bitter. Das ist jetzt auch bitter. Das ist ja sowas wie. Wie
Skinierer habt. Aber wir sollten ja sowas wie berittene Bogenschützen haben. Habe ich gehört. Hehe. Strategien. Ein Priester hätte ich gern. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig, richtig geil. Ui. Och, wie jetzt? Das... Menschenskind. Menschenskind. Okay, Leute. In dem Krieg. Ein paar von euch kommen gerade mit. Und hauen das da weg. Na gut, zurzeit haben sie mehr Schaden an eigenen Leuten gemacht als sonst was. Genau, weg. Ach komm, gehen wir raus. Haben wir noch irgendwas anderes Lustiges? Ne? Unsere berittenen Bogenschützen, schön. Hatten wir nicht mal? Ah, Rambok. Rambok, los! Obwohl, ihr könnt das ja auch. Eben die, sobald er nah genug ransteht, sie haben halt nicht die richtigen Verbesserungen geholt. Schon noch blöd. Dann verhaust du das raus. Oh Gott, bis es mal hingerollt hat. Haben wir nicht mal? Ah, die sind da draußen, klar. Ja, eben. Dachte ich es mir doch. Wir hatten da noch die Skorpions. Skorpione. Ah, cool. Sie reden auch Arabisch. Man hört es wahrscheinlich nicht so gut im Video, weil ich jetzt das Blabla aus dem Spiel ein bisschen leiser gemacht habe. Oh, das war eine richtig... Nope. Na schön, gut. Überzeugter Pisser. Prügeln euch halt so kaputt. Was? Was? Wie bitte? Oh, meine Burg hat er auch noch da. Schön, dass wir nicht versucht haben, Kairo zu zerstören. Ich glaube, das wäre easy blöd rausgekommen für uns am Schluss. Vielleicht die Berittenen nicht hierhin. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Das sind unsere Skorpios. Kommt. Kommt, kommt schon. So. Vernichtet sie. Obwohl, haben sie irgendwelche Bauern da drin? Ich glaube eben nicht. Ich habe so die Befürchtung, dass nicht. Also Befürchtung. Für den Franken ist es blöd. Für die Franken. Für uns ist ja eher angenehm. Okay. Gut, aber es war relativ einfach, die Mission jetzt. Was macht ihr denn jetzt? Der ist ja nicht jetzt da. Ja, man kriegt auch ordentlich was an Truppen über, um die Gegner wirklich auszunocken. Aber ist auch mal spannend, also da kann man wirklich mal... bisschen mit den Truppen rumlaufen, anstatt dass man ewig lang aufbaut. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Schöner Einstieg in die neue Kampagne.
Okay, die toben sich da richtig aus. Mal gucken. Wer ist schneller? Haben wir überhaupt noch irgendwelche Reiter? Ja, Said, du bist noch da. Die Franken sind besiegt worden. Sehr schön. Ah, endlich. Jetzt haben wir auch gewinnt. Hat es da noch irgendetwas? Ja, okay, ein paar Türme. Unten. Okay, sie haben sich wirklich da eingelistet. Aber es war wirklich so ein eher mit den Truppen spielen, als wirklich aufbauen, weil sonst hätten sie ordentlich was an Ressourcen gehabt. Wir nicht wirklich. Was war da hinten noch? Ja, auch nichts wirklich. Ja, sonst war das recht knapp geworden. Verdammt knapp wäre das geworden. Nein, da hinten ist ja gar nichts. Was waren Pyramiden? Gut, daraus kann man auch Steine gewinnen, aber das sind wahrscheinlich die Nachkommen nicht so glücklich. Naja, egal. Soweit, fertig. Die Franken sind auseinandergetrieben und das ägyptische Heer ist zerstört. Saladin hat seinen Platz als Herrscher am Nil eingenommen. Jeder andere europäische König hätte diese Gelegenheit genutzt, um seine politischen Feinde zu beseitigen. Saladin aber erlaubte jedem Ägypter, der sich seine Herrschaft widersetzte, die Stadt unbeschadet zu verlassen. Saladin will die Bevölkerung für sich gewinnen. In Kairo hat er Moscheen und Paläste, Universitäten und Krankenhäuser bauen lassen. Meine eigenen Landsleute, die Söhne Europas, begingen nur Verrat, während die Sarazenen daran arbeiten, ihre Kultur Glanz zu verleihen. Die Entwicklung gibt mir zu denken. Und ich kann nur sehr schlecht schlafen. Ja, das stimmt grundsätzlich. Die Sarazen, die haben, also zu der Zeit, haben sie wirklich extrem viel auf Kultur gesetzt. Gerade Saladin hat wirklich viele Moscheen, Universitäten gebaut und sein, ja, das, was er erobert hat, dann wirklich auch aufgebaut. Was natürlich gewissermaßen dann auch Vorteile bringt, denn die Bevölkerung ist dann auch zufrieden, mehrheitlich. Und ja, das ist, na, ihr seht schon so ein bisschen, wieso ich Saladin mag, ne? So, Ägypten hat, was, wie hat gewinnt? Nein. Krone steht für Gewinner und eine Medaille für den best situierten Spieler, was? Ostfranken. Ja, mich doch auch. Okay, wir hatten am meisten getöteten Einheiten. Nicht am meisten gefallenen. Wow. Wow. Ich würde sagen, wir sind geil. Wirtschaftsstatistik. Ja. Wir hatten auch... Ah, gut, wir haben nicht die ganze Karte erkundet. Aber die hatten die meisten Technologien. Burgen. Wer braucht das schon? Alles klar. Gut, das war ein arabischer Ritter. Und es geht natürlich gerade weiter. Die Herrscher von Arabien. Die heilige Stadt Medina. Im 15. Jahr meiner Gefangenschaft. Meine eintönigen Schriften füllen bereits mehrere Bände. Meister Saladin liest sie nur gelegentlich. Er spricht davon, dass uns größere Ereignisse bevorstehen. Die politischen Grenzen dieser endlosen Wüste haben sich nach 3 Kreuzzügen verschoben. Im Heiligen Land existieren jetzt 4 Kreuzfahrerstaaten. Nach dem Sieg der Sarazenen über Ägypten wurde den Anführern der Kreuzzüge klar, dass Saladins Macht nicht unterschätzt werden durfte. Schnell schlugen sie ihm einen Vertrag vor. Ich hatte gehofft, durch den Frieden zu meinen eigenen Leuten zurückkehren zu können. Doch der Frieden sollte nur von kurzer Dauer sein und ist bereits wieder gebrochen. Doch diesmal sind es nicht die Sarazenen, sondern die Kreuzfahrer, die das ehrenhafte Versprechen gebrochen haben. Reynald de Châtillon
Ein bösartiger französischer Ritter hat arabisches Gebiet angegriffen und damit den Vertrag verletzt. Er überfällt Handelskarawanen und seine Piratenschiffe bedrohen die heiligen Sarazenenstädte Medina und Mekka. Saladin schwor in seiner Wut, Renald eigenhändig umzubringen. Ja, da wird's schon krasser sein. Gut, besiegen Sie Reynolds Piraten, besiegen Sie Reynolds Stürmer und lassen Sie es nicht zu, dass Ihre Verbündeten in Akaba und Medina besiegt werden. Okay, Hinweis. Die Hauptstadt der Sarazenen kann nur wenig erübrigen, um ihnen beim Anfang zu helfen. Sie müssen selbst einen Stützpunkt und ihr eigenes Heer entwickeln. Wenn sie die Handelswege ihrer Verbündeten freihalten, werden sich diese erkenntlich zeigen. Beauftragen sie Einheiten, damit Verbündete Markkarren zu bewachen. Alles klar. Helft uns! Hier wimmelt es von Raubrittern! Alles klar, gut, dann... Wir müssen den Übergriffen der Kreuzfahrer auf unsere friedlichen Siedlungen ein Ende bereiten. Das sehe ich auch so. Das sehe ich absolut auch so. Haben wir bereits irgendetwas, wo wir was Lustiges bauen könnten? Nee, nicht wirklich. Ah, gut. Zumindest ein Teil von euch hätte ich gerne als Schutz. Das wollen wir schon mal hoch. Ja, komm, dann aber gerade alle. Wir versuchen es. Wir sind jetzt mal frech und laufen mal hoch und gucken, was passiert. In der Zwischenzeit... Ah, wisst ihr was? Noch einen. Und ja, der Nächste, der Nahrung zurückbringt. Ja, genau, du bist es in dem Fall. Sehr schön. Ich hätte gern einen Stahl. Einfach damit wir da noch Bogenschützen. Oh. Helft mit. Ich glaube, das war nicht die klügste Idee meinerseits. Schön. Hilf. Hilf doch mit. Ah, wartet mal. Sehr schön. Die bringen wir mal nach Hause. Unser Fräulein, das da... Ja, perfekt. Ich würde sagen... Nicht in den Holz, alles klar. Das sollten wir auch bald mal machen. Berittener Speer. Zuchtauswahl. Ja, geil. Gut, berittener Speer ist jetzt wirklich nicht so das Wahre. Aber ich meine, zumindest vorerst mal hätten wir ein bisschen Ruhe hier. Kehrt er doch mal zurück. Okay, gut. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Holz. Und du hilfst dann auch beim Holz mit. Genau, ihr meine Lieben, ja. Ihr helft da mit. Ah, wir sind in der Feudalzeit. Oh mein Gott. Okay, ja, alles klar. Ja, natürlich, da können wir auch noch nichts bauen. Nichts Relevantes. Können wir schon ins nächste Zeitalter? Ich meinte noch nicht so ganz. Los. Ja,
ganz ehrlich, Speer? Nee. Das bringt jetzt echt gar nichts. Aber das wäre geil. Und zwar, ziemlich sicher, Kartografie werden wir bestellen. Das ist das A und das O. Naja, Leute, aber... Nein. Genau, speichern. Die Folge ist ja eigentlich leider schon wieder zu Ende. Und ich würde sagen, im Kairo haben wir befreit von den Franken und auch von einem unfähigen Herrscher. Und jetzt sind wir dabei, unsere eigenen Verbündeten, unsere eigenen Städte zu verteidigen. Unsere Karawanen, unsere Handelswege. Und ich bin zuversichtlich, das werden wir definitiv schaffen. Saladin ist ein cooler Typ. Da werden wir das definitiv noch durchprügeln können. Ja, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht im Nahen Osten des Mittelalters, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.